So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test, Creative Server Let's Play. Die N von Sören, Interesse für diese Let's Play Gruppe. Welche diese? Aber mal kommen. Dann trag am besten im Forum ein Komma an welchen Tagen du zwischen dem 22.07. und 2.08. könntest. Dann antworte am besten im Forum, Komma. Oh! Der Creative Server ist gerade abgestürzt. Was ist denn da los? Ja. Zeitüberschreitung. Was ist denn da los? Ja, am besten welchen dann antworte am besten im Forum. Welchen Tag zwischen dem 22.07. und 2.08. Punkt. Du mitmachen könntest. So. Okay. Ich will mal erstes gucken, woran ist jetzt gerade abgestürzt? Screen. Mein Test. War es wieder ein Segment fault? Es ist 12:55 Uhr. Ja, tatsächlich, war ein Segment fault. Hat ja schon lange nicht mehr gehabt. Aber guck, ja, obwohl, schon mal hier, vor 2 Tagen, vor 4 Tagen. Ah. Okay. Ab und zu bekommt der Creative Server echt noch so ein bisschen Segment fault. Gut, ich weiß nicht, ob es jetzt immer der Creative Server war. Ist hierin leider kaum zu erkennen. Aber. Ja. Ah ja. Ist halt so. Was soll's? Was soll man machen? Mein Test ist ja zum Glück relativ abstürzt. Also, in dem. Jetzt nicht, dass es nicht abstürzt. Ich meine, man sieht ja, dass es abstürzt. Aber es passiert dabei zum Glück relativ wenig. Ich hatte zum Beispiel Sorge, weil er hier zum Beispiel andauernd hier drin in Bewegung ist und dementsprechend andauernd hier irgendwelche Sachen geschrieben werden, weil halt der Map-Block immer, die Map-Block immer aktualisiert werden, dass es vielleicht irgendwann während eines solchen Segment-Fouls ja, hierbei zu einer Korruption kommen kann, dass der Map-Block hier verloren geht. Aber bisher ist das auch noch nicht passiert. Also von daher würde man sagen, selbst dagegen ist das relativ sicher. Was ganz praktisch ist, möchte ich mal anmerken, dass das Ganze so ausfallsicher ist. Das ist natürlich trotzdem immer Kacke, ne? weil wenn mein Test so einen internen Fehler erkennt, also irgendwas im Lua-Code, ist es ja nicht in dem Moment nicht schlimm, also immer wieder hier auf mein Test umschalten, danke. Ist ja in dem Moment nicht schlimm, weil klar, es werden zwar alle Spieler rausgeworfen, das wird neu gestartet, aber trotzdem handelt MyTest an sich selber alles. Wenn es aber zu einem Segment-Fault kommt, dann ist halt MyTest mit einmal einfach tot. Das heißt, MyTest kann auch nicht mehr aufräumen, kann keine Sachen ordentlich beenden. Und gerade wenn du mit so einer Datenbank arbeitest, was ja MapSQLite ist ja eine Datenbank, dann kannst du immer schon zu sehr unschön Verhalten kommen. Deswegen ist es natürlich nicht sehr schön, wenn MyTest durch ein Segment-Fault abstürzt. Aber leider ist es wirklich auch kaum herauszufinden, woran es liegt. Ich habe schon nachgeguckt, teilweise bei den wendesten Situationen, teilweise wirklich, wenn einfach Leute nur rumlaufen oder auch teilweise, wenn Leute offensichtlich, also ich kann ja immer nur in der Debug.txt nachgucken und teilweise hast du in der Debug.txt keine Einträge davor. Also nicht, dass da irgendjemand irgendwas gemacht hätte oder sowas. Ja. Ganz, ganz schwierig. So, was sollten wir jetzt eigentlich machen? Genau, hier oben ist alles fertig. Ich bin gerade komplett raus. Genau, wir wollen Gitter bauen.
Wir haben jetzt alles. Das heißt, wir müssen jetzt Eisenklumpen haben und könnten damit dann jetzt Gitter bauen. Fans! In der letzten Folge stürzt mein WLAN ab kurzzeitig. In der Folge stürzt der Mighty Server ab. Das ist ja sehr interessant heute. Steht unter keinen guten Stern. Dabei scheint die Sonne. Oh Mann, Nackräume. So, wir brauchen hiervon ein bisschen was. Hier brauchen wir auch Schmiedeei, Alter. Home Decor braucht echt. Eben, das habe ich vollkommen vergessen. Home Decor braucht extrem viel Schmiedeeisen. Aber wir hatten doch Schmiedeeisen in der Kiste gehabt. Was haben wir denn damit gemacht? Und warum ist hier immer noch die ganze Scheiße drinne? Wollt ihr nicht auch mal zurückpacken? Was läuft denn hier? Leute. Genau, das waren die Rohstoffe für den Reaktor. Hab ich. Okay. So, das ist oben. Wasser. Let's go. Habe ich die ganzen Eisenklumpen damals echt in die Anlage geschmissen unten? Das wäre natürlich echt, echt eklig. Jetzt kommen auch meine Kopfhörer schon wieder mit Batterie low. Alter, das läuft ja heute richtig gut. Oh mein Gott. Ich glaube, nach der Folge mache ich erstmal Pause und lade die Kopfhörer auf. Das geht ja mal gar nicht. So, wir brauchen hiervon welche. 4 Stück haben wir, glaube ich, oben schon. Haben wir auch schon Zäune hier oben rein zufällig? Nö. Hä? Die balken sich aber auch nicht. Ach, Top-Qualität mit dem Handyaufnahme oder so. Habt ihr eine... Oh Mann. Ja. Heul. Von Handyaufnahmen, Handy, was habe ich denn hier für Scheiße? Handyaufnahmen. Lol, was haben wir denn Handyaufnahmen? Ja, aber es war ja keine Handyaufnahme, sondern es war ja hier eine Aufnahme von der Kamera. Das war ja das Bild, was ihr jetzt hier seht, ne? Also diese rechte Kamera. Das ist quasi das, was ich dann vergrößert habe. Also es war kein Handy, sondern es war hier die Kamera. Bitte Fenster wieder machen oder Bildschirm. Wir hatten nur noch 4 von diesen Dingern. Oder habe ich jetzt auch in die Kiste geschmissen? So, ich räume jetzt mal die Kiste wieder auf. Ja, habe ich. Das verwirrt mich hier gerade irgendwie. Brauchen wir auch alles. Irgendwann mal wieder. Ach, guck mal, hier hatte ich sogar die ganzen Kiefer. Alter, leck mich doch alle am Arsch. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn heute los? Ey. Stimmt, hast du alles rübergenommen ins andere Haus, weil wir da das Zeug brauchten. Ja. Das ist deprimierend. Das ist dezent deprimierend. Gut, egal. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar. Ich mache erstmal. Könnte damit einfach ein bisschen viel sein. Ich mache erstmal nur so 20. So. Jetzt hier bekommt man immer gleich 4 Stück. Wir brauchen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich habe keine Ahnung. Kommt für die ganze Zeit mit Batterie low hier. Ich glaube, wir nehmen einfach noch ein paar Dinger mit und fertigen sie, wenn wir sie dann brauchen, einfach im anderen Haus. Habe ich meine Lore dabei? Nee, habe ich nicht. Natürlich wieder nicht. Achso, ist ja gerade dunkel, ne? Sollte man vielleicht mal schlafen gehen. Ja. Ist dunkel in Berlin. Können wir noch? Es ist doch ver... Deine Mutter kann nur nachts schlafen. So. Tada! Okay.
Ach, ich würde mit Schatten die wieder deaktivieren. Ich meine, es ist zwar schön und alles, ja, verstehe ich schon, aber es ist dadurch, dass die Sonne halt nicht, ne? Wobei man kann noch ein Tilting einstellen, oder? Kamera wackelt beim Sturz. Leck mir am Arsch. Was war denn das? Ah ne, muss ich ja erstmal hier hingehen. Maximal Schattenkurven, Schatten, Gamma, Korrekturposition. Irgendwo könnte man das doch machen. Genau, Himmelskörper. Himmelskörper Orbitneigung. Ah. Ja, ich glaube, genau, das war das. Eben, man konnte das einstellen, man konnte es nur nicht on the fly während des Betriebes machen. Irgendwie sowas war das doch. Oh, Spiele können die Orbitneigung mittels der API ändern. Es geht also jetzt doch? Ah, da hat sich also in der letzten Version doch einiges getan. Wow. Das ist ja krass. Cool. Da machen wir mal 0, ich schätze mal 0,5 klingt erstmal ganz praktisch. Da hat sich genau gar nichts getan. Ja. Oder kann es sein, dass es auf Terra. Ja, ich glaube, das muss auf Terra-Seite gemacht werden, ne? Das ist keine Einstellung für den Client, das ist eine Einstellung für den Server. Schätze ich mal. Würde auch voll Sinn machen. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Sonst hat ja jeder Spieler seine eigene Sonne. Macht ja gar keinen Sinn. Gut, dann gefärbte Schatten am Nackerholm. Jetzt mal hier alles wieder zurück. Danke. So, jetzt habe ich den Schatten weg damit. Brauchen wir nicht. Ist zwar schön, ist zwar ganz cool, so fürs ein bisschen rumspielen, aber nicht so als Daily User. So ist besser. Definitiv schöner. So, wir brauchen erstmal ein bisschen Platz im Inventar. Das heißt, der. Warum bist du hier? Macht keinen Sinn. Haben wir Holzkiste? Ne, haben wir nicht. Ich packe hier erstmal die Dinger hier rein. So ungefähr. Und genauso wie das soll's und das soll's. So. Okay, dann wollen wir mal rumprobieren, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir es vorstelle. Also angenommen, wir haben jetzt hier die Frage, fange ich hier an oder erst hier? Nee, so sieht es ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich mache wirklich gleich hier vorne an. Ja, doch. So, und jetzt habe ich die Frage, wenn ich jetzt hier welche hinklatsche. Danke dafür. Ach, Leute. Kopieren. Einfügen. Einfügen. Ach, Leute. Was muss denn da jetzt einer hin? Für einer. Da muss der, der nach oben ist, also der hier. Meine Phrase. Danke. So, ich kopieren, einfügen, einfügen. Das würde gehen bis hier. Könnte man jetzt wissen, nicht mehr durchfallen. Ich mache mal hier noch einen hin. Achso, brauche neue.
So. Und höher geht's nicht, weil dann würde es hier um ersetzen. Ja, wir brauchen echt einige davon. Ah ja. Oh. Ich bin tiefhult. So, jetzt kommt der nächste Spaß. Der nächste Spaß ist hier. Wie können wir das hier? Ah, siehst du? Genau, doch, das geht sogar. Das war. Oh nee, oder? Nee, geht. Na doch, es würde gehen. Wir bräuchten das hier und einen Schraubendreher, weil ich absolut keinen Plan habe, wie wir das Ding jetzt drehen könnten. Ich probiere es mal, indem ich das hier so ransetze. Ja. Ja, nee, wir brauchen auf jeden Fall einen Schraubendreher. Der lässt sich nicht auf dem Boden ausrichten. Müssen wir also manuell machen. Schraubendreher. Warum haben wir keinen Schraubendreher? Ich fühle mich verraten und verkauft. Fahrfluch da, weg, weg, weg. Schraubendreher. Gib mir meinen Schraubendreher. Dankeschön. Können wir gleich mal hier noch ein paar Dinger mitnehmen? Ah, sechs immerhin. Wer die sechs nicht ehrt, ist den sechs nicht wert, was? So, wir brauchen da. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Dinger hinlegen können. So schon mal nicht. Ja. Na? Na? Nicht ganz, was ich suche. Elimination. Ah, ja, so ist gut. Kopieren. Einfügen. Jawohl. Ha. Es soll hier nicht reinfallen. Das ist dadurch, dass das Muster drehsymmetrisch ist oder punktsymmetrisch, fällt es auch nicht auf, dass das Ding hier irgendwie so anders gelinksabmustert ist. Und man hat per. Ist doch geil. Ja, das ist doch gut. Das ist doch richtig gut. Was noch gerne machen würde, damit es hier ein bisschen optisch besser aussieht, hier nochmal so ein Ding ranklatschen und gut, darum geht es nicht, aber ja, so sieht es ein bisschen besser aus. Nice. So, jetzt noch du da. Warum geht das nicht? Also, weil die Dinger schon wieder leer sind. Leck mir am Arsch. Du dahin. Du dahin. Gib mir mal ein paar. So, und ganz ehrlich. Nein, nee, wenn ich jetzt hier welche reinmachen würde, würde es komisch aussehen. Hey, wieder. Wir können auch schon längst hier die Platten wieder ranmachen. So und so. Danke. So. Ja, so ist gut aus. So ist doch gut. Ja, perfekt. Ich überlege gerade, ich glaube, es könnten hier sogar die Blöcke wieder ran. Dann bräuchten wir einmal das und das, was auch immer das hier Farben sind. Lila und blau, glaube. Einmal. Ne, das ist blau und einmal Cyan. Ja, doch, die sieht doch geil aus. Genauso habe ich mir das vorgestellt mit den beiden Treppen nebeneinander, dass es halt dadurch ein harmonisches Konstrukt ist. Und man hat hier im Keller trotzdem. Ah, doch, das ist doch geil. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich höre sowieso nicht zu. Ihr Bitches. So, hier. Genau, da muss Cyan hin, da muss Blau hin. Ja, perfekt. Machen wir auch die Platte wieder rauf? Ich guck mal kurz. Ja, doch, passt. Ey, das ist ja geil. Das ist ja richtig cool. Okay, damit wäre Treppe 1 schon mal fertig. Das ist doch richtig gut. Alter, dieses Haus ist jetzt schon besser, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Gut, vorstellen sowieso schlecht, weil ich plane nie etwas. So kann ich gar nicht. Ich baue einfach immer drauf los und hoffe, dass dabei was Gutes rauskommt.
Und ich würde mal sagen, Mission complete. Gut, bis jetzt ist, hast du ja noch lange nicht fertig. Aber, du kannst da weg. Warum ist da Dirt am Nacken? Danke. Aber das sieht doch schon extrem gut aus. Gut, die Frage ist natürlich, ob wir das nicht wirklich, also die Treppen, nicht vielleicht sogar aus was anderem machen als Holz. Zum Beispiel auch aus diesem weißen Zeug, aber ich glaube, das. Wir lassen mal mit dem Holz. Mit dem Holz sieht ganz gut aus. Ja, doch. Doch, das kann man machen. Gut, jetzt müssen wir das ganze Konstrukt nur einmal auch noch auf der anderen Seite hinbauen. Ich würde sagen, auch hier machen wir es auf der Innenseite, also hier an der Stelle, nicht woanders. Gut, das heißt jetzt Folgendes. Erstmal hier ein bisschen aufräumen, ein bisschen Platz machen. Da müssen die letzten drei weg. Wo ist meine Axt? Dankeschön. So. Und dann brauchen wir noch im Boden Platz. Auch 1, 2, 3. Ja. Aber versetzt. Eigentlich brauchen wir 4. 1, 2, 3, 4. Genau, da brauchen wir 4. Achso, ja, genau. Hier sind es ja auch 4, weil hier eine Treppe ist. Ta Tada! Aua. Das tut ja weh. So, das war schon mal. Ey, hier bleiben. Ah, ist das cool. Jetzt bin ich schon wieder hier unten. Ach, verdammt! Scheiß die Wand an. Ja, überall, wo es aufwärts geht, bergauf geht, geht es auch bergab. So. Hier ging's einmal runter. Wartet mal kurz. Ich muss mal ganz kurz. Wie mache ich das am dümmsten? Ich gehe mal kurz. Achso, eben, das war ja gar keine Treppe. Das war direkt so ein Ding. Ah. Genau, wir haben immer Vollblock und ja, siehst du, bei beinahe vergessen hier. Ich überlege gerade, ob ich hiervon mal Foto mache. Aber wäre schon sinnvoll, wenn es auf der anderen Seite gleich aussieht. Sonst sieht es nicht asymmetrisch, sondern arschsymmetrisch aus. Und hier brauchen wir aber Treppen, ne? Ah, nee, haben wir die Dinger. Alter. Über was anderes. Was hab ich hier für ein Konstrukt gebaut? Das ist ja verrückt, ist das. Das ist ja total verrückt. Total verrückt. Haben wir noch ein bisschen Holz? Ja, aber nicht. Soll ich mal so auch noch holen? Jetzt brauchen wir die ganzen Holzsachen wieder. Dich vor allen Dingen. Ja, also, eigentlich nur das. Achso, na, und falls wir noch ein paar Treppen ba bauen wollen, noch ein bisschen mehr Holz. So. Hier geht es zuallererst los, indem wir sagen, hier kommt die Stütze hin. So, dann kommst du nämlich nach da und dafür kannst du denn weg. Punkt Nummer 1. Jetzt kommst du nach da und wir brauchen ganz viel Holz. Sowas, ne? Bam. Nee. Moment schon mal. 1, 2, 3, 4. Oh, ich habe 5 gemacht. Ups.
So, jetzt kam hier das Ding hin. Und darüber müssen jetzt. Nee. Doch. Nee. Doch. Muss ja. Nee, eben genau, hier war wieder das Ding, wo ich diesen Block gegenbauen musste. Wo ich einmal so machen musste und dann hier kopieren musste. Das heißt, das Ding kommt jetzt nach da. Genau. Und jetzt kommt hier nämlich, jetzt muss ich dich kopieren und du kommst darauf. Perfekt. Perfekt. So, und dann haben wir hier wieder zwei Slabs. Die kopiere ich mir ja kurz von der anderen Seite. Doink, kopieren. Einfügen, einfügen. Einfügen. So, voilà. Genau. Und hier kommen nämlich jetzt, dann an der Stelle kommen nämlich jetzt die Dinger dahin. So war das, genau. Ich mache mal kurz ein bisschen Hilfestellung. So. Du nach da, du nach deiner Mutter. Du nach da und du nach da. Jetzt kann die Dinger wieder ab. Voilà. Und das müsste jetzt eigentlich schon gewesen sein. Wobei ich merke gerade, ich glaube, da mache ich lieber eine Treppe hin, ne? Habe ich ja auch eine Treppe hingemacht? Ja, doch, genau, da habe ich eine Treppe hingemacht. Dann wäre es ja ganz günstig, hier auch eine Treppe hin zu machen. So, mache ich vorher lieber noch mal Platte rum. Die Platte filtert nämlich aktuell. Du kommst nach da. Habe ich nämlich auch gleich was zum Gegenbauen. Denn ich muss ja. Danke dafür. Hier hinbauen. So, Treppe. Du kommst nach da. Und da kam jetzt einmal blau hin. Da. So, voilà. Perfekt. So, das heißt, die Treppen an sich sind jetzt da. Jetzt wird nur noch das Geländer. Jawohl, ja! Man könnte natürlich jetzt überlegen, ob man nicht hier doch eine Tür macht, aber nee. Ich würde zum einen zum Haus wirklich nur eine Haustür machen. Die ist halt da. Und ja, hier ist dann halt einfach. Dadurch hat man hier ein bisschen mehr Platz, ein bisschen ruhigere Ecke oder sowas. I don't know. Das macht schon eher so Sinn. Das macht schon Sinn. Ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir nächste Folge das Geländer. Und ja, genau. Nächste Folge das Geländer bauen. Bis dann.